Ja, hallo zusammen. Wir versuchen es nochmal mit der zweiten Runde anno 1800. Ich möchte allerdings zuerst versuchen, die Performance ein bisschen besser hinzubekommen, weil so ganz flüssig oder smooth war es wohl doch nicht gewesen. Gefühlt so 30 FPS, deswegen gucken wir mal in die Optionen rein. Und gut, an der Auflösung möchte ich eigentlich nichts ändern. Im Menü, ich glaube, man sieht es im Video sehr wahrscheinlich auch, wenn gerade 60 oder 64 FPS angezeigt, aber im Spiel, jawohl. Wir gehen mal rein ins Spiel, mal gucken. Vielleicht hat sich was geändert zum letzten Video, ich glaube nicht. Okay, da wären wir schon. Jetzt sehen wir links oben, da waren es gerade 25, 32, 28 FPS. Das ist für mich, muss ich sagen, nicht befriedigend. Und das mit einer GTX 1080 und einem i7 7700K, 16 GB RAM, würde ich doch mehr erwarten. Okay, das heißt, wir gehen mal in die Optionen rein. Auflösung, wie gesagt, möchte ich nichts ändern. V-Sync kann man nicht ausschalten. Wir haben hier einen FreeSync-Monitor, der aber auch G-Sync-kompatibel ist. Beleuchtungsqualität, okay. Objektqualität. Oh, sehr hoch. Wuselfaktor. Ja, da wird die Grafikkarte sogar angezeigt. Kantenglättung brauchen wir eigentlich gar nicht. Bei der Auflösung. Schatten. Auch auf sehr hoch. Neustart der Vorderlicht, das ist ja ein Ding. Im Menü haben wir gerade 148 FPS gehabt. So viel will ich im Spiel gar nicht unbedingt haben, aber 60 wäre noch schön, oder? Vor allen Dingen die Vorgängerteile waren eigentlich nicht so hardwarehungrig und da konnte man sehr schön die Grafik auf maximalen Details locker mit 60 FPS fahren. Gut, fortsetzen. Ich habe das Mikro jetzt relativ nah am Mund, aber ich hoffe, das ist okay. Weil es mitten in der Nacht und ich möchte natürlich den Rest der Familie nicht stören, wenn ich hier rumlabere. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis dafür. Gehe ich davon aus. Muss man das erstmal anhören, wenn das Video fertig ist, wie es überhaupt anhört. So, ohne dass wir uns bewegen, haben wir jetzt 56, 57 FPS. Okay. 62, okay. Ja, so würde ich sagen, kommen wir da wieder ins Geschäft. So gefällt mir das. Mhm. Schatten sehen immer noch gut aus, also. Gut, jetzt gucken wir nochmal
Können wir V-Sync wieder reinhauen. Dann FPS sehen, was passiert. Ne, die bewegen sich trotzdem komischerweise, bleiben nicht konstant. Das wird eher schlechter. 47. Okay, schnell wieder raus. So, jetzt sind wir wieder in den hohen 50ern bis 60. Na gut, lassen wir es mal so. Würde ich sagen, wir haben neue Aufgaben. Beginnen Sie, indem Sie im Baumenü die Produktionskette für Bretter eröffnen. Machen wir natürlich, wenn ihr das verlangt von uns. Platzieren Sie die Holzfällehütte im Wald, um Holz zu produzieren. Das ist das übliche Anno-Gedöns, sag ich mal. Fliegen die Störche hier rum. Also, Holzfällehütte, okay. Da kriegen wir es schon an. Das ist ja kein Wald, das ist eine Ruine da hinten. Das ist ja jetzt ein Pfeil. Okay, gucken wir gleich nochmal. Der Wald ist hier. Okay, ich kann mich erinnern, in den anderen Anno-Teilen habe ich immer so grün und rot angezeigt bekommen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, den Platz hier vorne brauchen wir sowieso, deswegen müssen die Bäume eh weg. So, was gleich. Mal gleich hin. So. Ihr Volk benötigt neue Kleidung. Kleidung. Zocken ist schon ganz schwer. Zunächst brauchen sie Wolle aus Schäfereien. Symbole sind jetzt zu modern für das Setting aus dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, wie auch immer. Ne, 18. Jahrhundert müsste es eines sein. Industrialisierung. Okay, Kleidung. Wolle aus Schäfereien. Würde ich jetzt normalerweise denken, okay, da brauchen wir eine Schafweide oder irgendwas. Platzieren Sie ein Sägewerk, aber jetzt soll ich erst noch kurz gucken. Steigt jetzt ein Balken hoch. Das habe ich bei der letzten Folge nicht gesehen. Es war ein langer, okay, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Was für anderen Dingern her? Spielstand gespeichert. Dann brauchen wir erst wieder mehr Einwohner, glaube ich, für. Das ist jetzt schon wieder ein Zahnrad. Über der Schäferhütte. Ein Hof ohne Felder? Felder, na klar. Sag ich doch. Mist.
so eben noch so einen Auswahlkreis zerstören. Da sind meine Schäfchen. Jetzt schön, wenn ich... Super. Sorry, das war jetzt echt schlau. Und kriege ich noch eine Chance? Darf ich das noch machen? Oder muss ich jetzt erst das Sägewerk neben der Holzfällerhütte? Ist kein Platz. Bretter, sehr gut. Mhm. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Oh. Ja, gleich so negativ denken. Sieht irgendwie aus durch den Nebel auf der See, als würde die Stadt über uns schweben. Gut, jetzt gehen wir nochmal zurück zu unseren Schäfchen. Na, Weberei brauchen wir jetzt noch nicht. Mhm. Das ist jetzt von der Straßenfahrt, dass ich blöd, wie ich es gemacht habe. Wollen wir doch gleich eine Weberei nehmen dran. Ich muss ganz schön auf meine rechte Maustaste hämmern, damit das da weggeht immer. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, das ist schön. Das freut mich doch. Oh, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Na gut, lassen wir es erstmal so. Was bedeutet das Symbol jetzt hier? Fehlende Waren. Okay, ist wahrscheinlich schon keine Schafswolle angeliefert worden. Schon wieder eine Negativbilanz, die steigt immer weiter. Oder fällt, wie auch immer. Gut. Beherbergen sie 158 Bauern, also wir brauchen mehr Bauern noch, was aussieht. Bauen sie Lagerhaus und stellen sie mit einer Straßenverbindung zu einem Kontor oder Lager her. Ja. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. Was sagten sie gleich, woher sie kommen? Das Lagerhaus würde es doch eigentlich gut auf der Ecke hier machen, oder? Ui, das braucht Platz. Könnte es auch drehen irgendwie? Ich schätze deine Hilfe, wie überfällig sie auch sein mag. Alle Lagerhäuser teilen sich den Lagerplatz, sobald eine Ware an ein Lagerhaus geliefert wurde, steht es auf der gesamten Insel zur Verfügung. Okay. So, was bedeutet hier Sand oder mit aufgeforstet? Da tauchen keine merkwürdigen Symbole auf. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Unzufrieden sind die. Schnaps wollen sie haben, eine Liebezeit. Steigern sie die Zufriedenheit der Bauern, okay. Fangen sie an, ein paar Kartoffeln zu Schnaps zu verarbeiten. Ja, noch gar keine Kartoffelfelder.
geht's Schlag auf Schlag. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Ich will ja bei dem Spiel natürlich auch immer so ein bisschen auf das Gewusel gucken. Das ist ja so wie bei den Siedlern. Eigentlich das Schöne. Wenn ich mir den Kran zum Beispiel anschaue, so die Sachen. Und da ist wieder ein Zahnrad. Nicht genug Anbaufläche verfügbar. Wie? Was heißt das? Um das Gebäude auszubauen oder was? Die Schnapsbrennerei wird die Kartoffeln zum Schnaps verarbeiten. Welche Kartoffeln? Muss gleich Schnaps sein wieder, meine Güte. Sind diese Kolosse in Bewegung? Das ist eigentlich immer das Schönste an den Anno-Spielen, wenn sie die Schiffchen im Wasser rumfahren und das Wasser ist da schön transparent. Man kann durchgucken bis auf den Meeresgrund. Das ist so das, was mir am besten gefällt an den Spielen. So, die Symbole, wie gesagt, die vom Design her passen die überhaupt nicht, finde ich, in diese Spielewelt. Muss natürlich immer auffällig sein, aber trotzdem bin ich vielleicht ein bisschen an das 18. Jahrhundert angepasst machen können, in jener Form. Das ist jetzt eher ein bisschen zukunftsmäßig aus. Passt irgendwie nicht so gut, finde ich. Das Brandrisiko steigt. Bauen Sie eine Feuerwehr, bevor es zu spät ist. Okay. Ich glaube, ich muss mal die Straßen ein bisschen wieder Ich würde gerne das Gebäude drehen und hier unten im Hafengebiet platzieren. Routen. Mein Gott, das ging doch irgendwie, das Drehen. Rechte Maustaste, mittlere Maustaste. Ah, jetzt ist es automatisch rumgesprungen. Warum auch immer. Was bedeutet das dann, du im Bau? So fertig gebaut. Da wird nichts mehr gebaut. Und die Feuerwehrleute pumpen schon ganz eifrig. Fire Station steht da. Ja, ist schon ein schön detailliertes Spiel. So, was bedeuten jetzt die Symbole? Fehlende Waren. Fehlendes Kartoffelfelder, habe ich doch gesagt, ja. Nicht genug Anbaufläche. Tja, da ist mich gleich so sehr eingegrenzt anscheinend. Das geht von Hand wesentlich besser. Spielstand gespeichert. Vielen Dank. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Okay, ich bin nicht sicher, ich glaube. Benachrichtigung. Warnung. Ja, ich muss sagen, das stört mich immer so ein bisschen bei Anno, gerade im leichten Schwierigkeits, der leichten Schwierigkeitsstufe, würde ich doch erwarten, dass einem das Spiel so ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Gerade für so einen Noob wie mich, der ich überhaupt keine Ahnung hat, wie das Spiel so funktioniert. Für die Pro-Spieler kann man natürlich die ganzen Hilfefunktionen deaktivieren. Aber, naja, muss ich halt reinfuchsen ins Spiel. Aber habe ich da Lust zu, ist immer die Frage. Ne? Das ist halt so ein
Freizeitvergnügen eigentlich. Aber ich muss ja nicht unbedingt ein Studium anfangen, um das Spiel spielen zu können. Das soll ja eigentlich eher entspannt und unterhaltsam sein, das Ganze. Fehlen noch was. Was war das? Fehlt immer. Ja. Kartoffeln. Kann ich da direkt? Nee, kann ich nicht. Das heißt, wo kriege ich das Kartoffelfeld? Baumenü, Bretter, Lagerhaus, Bauernhaus, Feldweg, Fischerei, Schnaps, Arbeitskleidung, Feuerwaffe, Wirtshaus, natürlich Park. Das hilft uns jetzt alles nicht. Mist. Da geht's schon wieder los, ne? Kartoffelfeld. Klicke ich da einfach nur hin? Nee. Geht da was? Nee, geht nix. Oder? Nee. Das heißt, wenn ich das hier anklicke. Ja, Kartoffeln. Kann ich die jetzt nicht selbst produzieren? Muss ich die jetzt hier kaufen, nehmen oder was? Schneller stellen. Mhm. Ja, hilft mir nichts. Ich brauche Kartoffelfelder. An Arbeitskraft. Okay, wir brauchen also mehr Bauern, wie es aussieht. Das heißt, was kriegen wir hin? Wenigstens das. So, damit die auch alle schön an der Straße angebunden sind. Und weil das das Einzige ist, was wir so wirklich hinkriegen. Gleich noch ein paar mehr. Problem wird dann gleich wieder sein, dass die natürlich alle auch ernährt werden wollen. So, das sollte erstmal reichen auf jeden Fall. Gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Mhm. Am besten du siehst dort mal nach. Ja, gerne. So, keine Nachrichten, das ist immer ein Ding. Scheinbar intuitiv alles richtig gemacht, oder wie? So, jetzt müsste man eigentlich wieder, sie brauchen mehr Bürger. Noch mehr. Wie viel brauchen wir denn? Tragen Sie eine kleine Ruine ab, um Bretter zu gewinnen. Aha, okay. So muss da so ein Balken hochlaufen, dann kann auch die Ruine so ein bisschen zusammenfallen noch oder irgendwelche Arbeiter. Oh, da ist sogar einer tatsächlich, okay. Oder zwei. Dann nehme ich alles zurück. Aber noch mehr kleine Ruinen. Sieht echt übel aus hier. Was ist das hier? Kriegen wir noch hin. Die drei in der Mitte unterhalten sich, die lachen sich kaputt.
arbeiten dürfen, schuften müssen. Ja, ja, so ist es in der echten Welt auch. So, jetzt haben wir ein paar Bretter, das heißt, jetzt muss das Sägewerk eigentlich wieder zufrieden sein, oder? Eine Anbaufläche haben wir natürlich keine, da muss der Wald vielleicht weg, oder nicht? Geht das? Das Anzahnrad, fehlen das Kartoffelfeld, ja, ich weiß. Verdammt. Auch noch eine Ruine. Weg damit. Bisschen für Ordnung sorgen erstmal. What's next? Okay, wir können gleich mehrere auswählen. Das ist auf jeden Fall so groß scheinbar. Ne, vertierten Wildschweine und ne, Büffel. So ist es aus, jetzt sind das Büffel. Okay, da läuft jetzt nichts. Vielleicht können wir auch nicht mehr als drei auf einmal. Oh, kann man aufhören, dass manchmal ein bisschen immer so am Berg hängen bleibt schon, ne? Gut, geht wahrscheinlich nicht anders, dann sollte man in die Flächen reintauchen. So, da war noch irgendwo einer. Geht aber nichts, zu weit weg vielleicht auch, keine Ahnung. Geht auch nichts. Prosi auf die Zukunft. Schnapsversorgung. Bauen Sie ein Wirtshaus. Ich denke, wir brauchen erstmal ein Kartoffelfeld, oder? Verlassene Kapelle. Achso, das war ja darauf bezogen, okay. Wie kriegen wir dieses fucking Kartoffelfeld jetzt irgendwo? Die fucking Potatoes. Kann so schwer das sein eigentlich. Menürad, Marktplatz. Naja, vielen Dank. Okay, das ist diese Ausbauenfunktion, wo dann unser Sägewerk sagt, nicht genug Anbaufläche. Okay. Das hätte das Spiel uns vielleicht vorher mal sagen sollen, dass wir eine Anbaufläche brauchen. Das wäre nett gewesen für so einen Noob wie mich. Weil ich jetzt nicht weiß, was ich damit tun soll. Zick mich nicht so an. Mal nach dem Kleinen. What? Keine Produktion. Hilfe! Nein, so war es nicht gemeint. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Gott, die. Die zeigt warum. Der Bauer, die Rösslein einspann. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Er pflügt den Boden, er ägget. Ruhig. Ich will das nicht hören.
Kartoffelfeld, Mensch. Ach hier. Felder könnten helfen. Sorry. Okay, hat ein bisschen länger gedauert. Ist ja auch 2:30 in der Nacht. Vielleicht liegt's da dran. Ich weiß auch nicht, wie viel wir brauchen. Kartoffelfeld, Modulbegrenzung 1272. Brauchen wir jetzt 72 Felder oder was? Wenn ich das jetzt hier einbaue, kann ich da auch nichts ausbauen. Echt 72 Felder kann das sein? Ungefähr. Was ist das für ein Gebäude hier nochmal? Lagerhaus. Soll ja bestimmt auch ausgebaut werden irgendwann. Egal. Das war genau das, was ich meine. Muss am Gebäude angrenzend platziert werden. Ging's auch noch. Modulbegrenzung erreicht, okay. Ja, sorry, hat ein bisschen länger gedauert, bis ich es kapiert habe. Aber dann ist es scheinbar doch auch nicht so intuitiv, wie es sein könnte, das Spielen. Vielleicht. Also mit anderen Worten, immer erst das Gebäude anklicken, wo man irgendwas machen soll oder was braucht. Und dann kann man es auch erreichen. Und was ich jetzt hier mitmachen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nicht genügend Anbauflächen. Das heißt, was heißt das? Muss ich das Gebäude abreißen, woanders platzieren? Shit, ey. Probieren es einfach mal aus. Gucken, was passiert. Spielstand gespeichert. Holzverleutung war das. Sägewerk ist nebendran. Warum kannst du nicht hier direkt abreisen, Ingo? Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Ja, ja. Nervt nicht rum. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Ja, ich auch. Salz und Sanduhr wird aufgeforstet. Wir haben schon ein kleines, ansehnliches Örtchen hingezaubert. Was mir
gerade so auffällt bei Anno, ich glaube, da ist immer schönes Wetter irgendwie, ne? Also nichts von wegen mal Regen oder Schnee oder irgendwie sowas. Das wäre doch cool, ne? So Jahreszeitwechsel, Tag- und Nachtwechsel vielleicht sogar. Und eben natürlich auch mal Regen. Aber unter Vorbehalt, ich bin wie gesagt kein Anno-Spieler, von daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. So, jetzt haben wir es schon wieder, das Problem. Da nicht. Das heißt, reise ich die Hütte jetzt ab oder was? Was ist das jetzt? Fehlende Waren. Da gibt es nichts auszuwählen an dem Gebäude. Pflanzungsfortschritt. Lagern Sie 4 Tonnen Schnaps, du liebe Zeit. 4 Tonnen Schnaps. Bauen Sie ein Wirtshaus, das haben wir noch nicht gemacht. So ein Wirtshaus gehört ja eigentlich auch in die Stadtmitte irgendwo, da haben wir natürlich keinen Platz mehr. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Da ist wieder diese nicht kindliche Stimme, die auf dem Acker spielen will. Okay, Wirtshaus. Ausbauen, zerstören. Geh weg, Menü. Will ich nicht. Gruppieren, versetzen. Ah, versetzen geht auch. Das mal früher gesehen hätte. Vielleicht kann ich es jetzt noch machen. Du? Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Bauen wir es direkt neben dran erstmal. Schnaps, wo kann ich das sehen? Wirtshaus, wo kann ich Wirtshaus bauen? Wie kann ich das machen? Spiel, sag's mir. Da, Wirtshaus. Ja. Würde ich gerne tun. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. So, das ist schon eine Partymeile her. Entfernen Sie verwüstetes Kirchenviertel. Okay. Oh nee, wieder. Schon wieder, ich muss das. Ich glaube, ich reiß die Hütte einfach ab jetzt, oder? Lange genug geärgert. So, Kirchenviertel, das war doch nicht das große da hinten jetzt, auch noch doch. Das kann dauern vielleicht, oder geht es genauso schnell? Gespeichert. Da sollen wir wahrscheinlich irgendwann die Kathedrale hinbauen. So, was will... Oh, da ist ein Schiff vor uns. Was will das mir sagen? Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Wenn ich ja sage, was passiert denn? Bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. What? Ich glaube, ihm geht's so gut. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. So ein unsympathischer Typ, oder? Wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ey, der geht mir voll auf den Sack, der Typ. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Oh. Lagern
Sie 4 Tonnen Arbeitskleidung. Einrede einer schlechten Beziehung. Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung. Wo er einen Aufstand führt. Gut, also ich glaube, ich werde jetzt eher mal, glaube ich, mein Bett aufsuchen erstmal. Und dann morgen nochmal frisch und munter vielleicht ein bisschen agiler ins Spiel einsteigen. Sie können nicht so lange lange Gedankenwege brauche, bis ich da mal schneller um was geht, eigentlich. Oh, es regnet. Also das, wo ich mich beschwert hatte vorhin, passiert jetzt gerade. Zumindest auf hoher See oder an der Küste. Aber im Land auch. Das war so fein, man sieht es ja eigentlich kaum. Ich bin es natürlich realistisch. Jetzt müsste es hier noch matschig werden, ne? Und die Erde dunkler oder so. Denen ist es egal, ob es regnet. Macht keiner einen Schirm auf. Ja. Will ich zu viel verlangen, aber das sind alles so Potenziale, die noch ausgeschöpft werden konnten, sag ich mal. Von den Entwicklern. Waren produzieren und hier abliefern. Wie gesagt, wir machen jetzt hier mal Schluss an der Stelle und gehen erstmal schlafen. Und dann gucken wir morgen nochmal rein. Die Open Beta läuft ja noch. Heute ist schon Sonntagmorgen. Bis morgen dann quasi, bis Montag läuft hier noch. Also Sonntag kann ich auf jeden Fall mal reinschauen. Okay, dann würde ich mal sagen, wünsche euch und mir eine gute Nacht und ciao, ciao.